Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute noch ein Mitbringsel aus Holland. Hier vom Jumbo-Supermarkt und das ist einmal Cola mit Kokosnuss und einmal mit Zimt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe es am Regal gesehen, dachte, wow, okay, das muss ich mitnehmen. Cola. Zimt kann ich mir noch vorstellen, Cola Kokosnuss so gar nicht. Ich fange mit Zimt, wobei ich fange vielleicht mit der Kokosnuss an. Was kann ich hier vorlesen? Special Edition. Das ist natürlich auch toll. Ansonsten ist hier Zero Sugar, okay, das verstehe ich noch. Coconut Flavor, das ist auch alles klar. Hinten ist dann natürlich alles holländisch. Aber ich versuche das mal hier ein bisschen vorzulesen, was denn hier so drin sein soll. Kohlensäure, also das ist wahrscheinlich hier kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränk mit Cola und Kokosgeschmack mit Süßstoffen. Zutaten sind hier kohlensäurehaltiges Wasser. Ist das hier Farbstoff oder Aroma? Also zumindest die Natur ist Aroma und so Süßstoffe. Ja, also die typischen Sachen, also auch die Holländer machen hier nichts anderes rein. Und ich mache hier direkt mal auf. Riecht nach Cola. Sieht aus wie Cola. Und schmeckt nach Kokosnuss. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, wie ich das gedacht hätte. Aber ja, es ist Cola mit Kokosnuss. Wobei der Kokosnussgeschmack überwiegt. Das ist halt süße Kokosnuss mit ein bisschen Blubber. Sehr seltsam. Also kann man trinken, aber es ist so. Ja, also für mich gehört Kokosnuss nicht in Cola. Es geht, aber das ist unerwartet. Okay, nehmen wir hier Zimt. Da sind die gleichen Sachen drin, glaube ich. Hier auch kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Cola und. Was ist das hier? Kanel. Ja, ist wahrscheinlich hier Zimt. Kanelgeschmack. Ansonsten auch wieder die üblichen Verdächtigen drin. Hier steht auch sonst nichts mehr drauf. Machen wir einfach mal auf. Also riecht auch nach Cola. Sieht auch, ich glaube, genauso aus. Moment, hier ist nochmal zum Vergleich. Also ist tatsächlich nur eine reine Geschmackssache. Ah ja. Also das passt für mich jetzt schon eher. Ist zwar auch nicht ganz so, was man jetzt in der Cola erwarten würde, aber das finde ich ganz okay. Mit diesem Zimtgeschmack noch hinten raus. Passt vielleicht eher in die Weihnachtszeit als in die Sommerzeit jetzt. Also Kokos ist nicht meins. Zimt, das ist ganz okay. Wie gesagt, würde ich dann eher eigentlich jetzt dann zu einer anderen Jahreszeit, wenn es draußen kühler und lauschiger ist. Aber ansonsten, falls ihr also mal in Holland seid, so sehen die Flaschen aus. Hier Kokosnuss. Wenn es die noch irgendwie gibt, ist ja eine Special Edition, keine Ahnung, ob es die lange gibt, dann die eher nicht. Die könnt ihr mal probieren. Das ist mein Fazit, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.